Was? Spiegel? Ach was. Nee. Alter. Der ist ja geil. Der lässt sich komischerweise nicht ein. Das ist der da oben, der Mistspiegel. Den nehmen wir mal so. Drei Seite. So. Perfekt. 5 rechts. Weitwinkel. Ja, sauber. Geil. Der ist ja mega nice. Das ist ein Gimmick. Das sollten wir auch im LS19 haben. Sowas habe ich mir gewünscht, dass man sich die Spiegel einstellen kann. Aber man kann nicht alles haben. So, dann fahren wir mal weiter mit unserem verminderten Geld, was wir hier jetzt bekommen. Das ärgert mich richtig. Wir hätten echt weniger bezahlt, wenn wir die Strafe fürs Überziehen in Kauf genommen hätten. Und vielleicht hätten wir es nicht mal gebraucht, wenn ich einfach hier durchgehämmert wäre. Ärgerlich. Das weiß ich, ja gut, egal, man muss es natürlich auch rausfinden, ob wir eine Strafe zahlen, ob wir den Auftrag komplett verlieren oder was auch immer. Jetzt weiß ich das und werde in Zukunft anders planen. Mal hier Fernlicht, dann mache ich sicher wieder nichts mehr. Aber jetzt haben wir alle Zeit der Welt. Wir kommen fast einen Tag zu spät. Also nicht 24 Stunden. Ich sag jetzt mal, ne, Tag. Also die wollten es morgens haben. Wir kommen abends. Beziehungsweise, was heißt abends? Wir kommen. Oh, es ist 12 Uhr, Alter. Ich habe eben, keine Ahnung, ich habe eben die 17.000 Euro, habe ich irgendwie die 17 als Uhrzeit interpretiert, dass es 17 Uhr irgendwas ist. Völlig Banane, weil das ist. Wir kommen fast einen Tag zu spät, also fast 24 Stunden. Der geht natürlich. Kann man mal machen als Unternehmer. Als junger Unternehmer, der auf jeden Cent angewiesen ist. Merkt, wir kommen nach Deutschland, es wird wieder bergig. Überall Flachland, Deutschland, Berge. Ja. Na gut. Dann müssen wir mal gucken, dass wir. Ich habe jetzt natürlich eine Arbeitsagentur in England entdeckt, ne? Frage ist, wenn wir dahin wollen, jemanden einstellen, landen wir dann auch wieder in England? Muss ich von da aus wieder nach Hause eiern? Ich möchte halt gerne mal in die Firmenzentrale, wenn es geht. Also halt selbst auch dahin fahren. Man kann da mit Sicherheit so hinspringen, das sollte garantiert gehen. Dieser Schluck auf, der macht mich wahnsinnig. Oh. Ja, ich mach das Fernlicht jetzt auch mal wieder aus. Hier brauchen wir es erstmal, glaube ich, nicht. Hauptsache, der Kollege vor uns gibt Stoff.
Auch wenn wir jetzt alle Zeit der Welt haben, weil ist eh scheiße schon. Haben wir es trotzdem etwas eiliger. Das ging gerade so gut. So, kann ich noch zurücksetzen? Ernsthaft? Habt ihr ihn doch noch gar nicht berührt, Alter. Ich sehe die scheiß Ampel nicht. Spasti. Es ist grün. Arschgeburt, ey. Ehrlich. Ja, hub doch noch, du Penner. Erst rumschleichen und dann an der grünen Ampel rumhupen. Das sind mir die Liebsten. Oder auch andersrum. Erst rasen wie die Bekloppten und dann an der grünen Ampel nicht fahren, ne? ja, war so jetzt auch nicht geplant, ey. Konnte ja, als ich angefangen habe zu überholen, noch nicht ahnen, dass da gleich eine Ampel kommt. Obwohl, hätte ich schon. Hätte ich aufs Navi geguckt, hätte ich sehen können. So, wir sind in Köln. YouTuber Hochburg, ne? Reiß dich jetzt aber mal zusammen hier neben mir. So. 2 Kilometer noch. Arbeitsagentur, perfekt. Also haben wir auch schon mal eine deutsche Arbeitsagentur entdeckt. Jetzt brauchen wir halt irgendwie nur noch Anhänger. So. Dann bringen wir mal unsere leicht verspätete Ware. Ich glaube, frühestens hätten sie die jetzt erwartet irgendwann. Ne, 5.18 Uhr. Hauptsache, ich mache die jetzt nicht auch noch kaputt. Los, haut ab da. Ich hab's eilig. So. Wo ist euer Laden? Hier links. Postbett. Postbett. So, 40 Punkte kriegen wir, wenn wir den da hinten abstellen. Machen wir. Liebend gerne, Freunde. Mit den frisch eingestellten Spiegeln sollte das auch besser klappen jetzt. Und dann auch noch an so einer Position, das ist doch total easy. Oh, ja, fast nur noch rückwärts fahren. Da stehen wir schon.
Und absatteln. Ja, der ging gut in die Hose, der Auftrag, würde ich mal sagen. Verspätet. Ja, gut, kriegen wir 1.000 dafür abgezogen. Da wäre die Strafe ein bisschen billiger gewesen. So schlimm wäre es jetzt gar nicht gewesen. Gucken wir uns mal eben. Lüttich, Dortmund, Kassel. Kassel hört sich gut an, ist aber nicht so geil bezahlt. Was gibt's denn hier? Noch kein Aufliegerhändler gefunden. Zustand. Fahrwerk. Motor, Getriebe, Fahrwerk, Fahrhaus, Räder. LKW-Schaden. Keine Bremsen? Wahrscheinlich sind die Bremsen, die tauchen vielleicht erst hier auf, wenn auch was dran ist. Weil das ist normaler Verschleiß, der Rest wahrscheinlich nicht. Arbeitsagentur, Fahrermanager. Bin ich. Wähle einen Fahrer aus der Tabelle, um dessen Details einzusehen. Okay. Profit letzten 7 Tage, durchschnittlicher täglicher Profit. 7.000 kann sich sehen lassen. Okay. Arbeitsagentur. Fahrer einstellen. Du hast keinen Platz mehr frei für einen neuen Fahrer. Baue deine Garage aus oder kaufe eine neue. Garagenmanager. Hier steht aber auch nicht, wann die frei werden. Ne? Ab wann kann ich denn... Momentane Produktivität, eine voll ausgelastete Garage, dieser sollte so viel Einkommen in der Woche bringen. Die Leiste zeigt dir, wie gut sich deine Garage schlägt. Ja, okay. Aufrüsten, da. Mindestens 180.000 werden benötigt. Schnellreise. Wir kommen auch wieder nach Hause. Möchtest du zur Garage schnitt? Nein. Okay, wenn wir eh keine Kohle haben, brauchen wir 180.000, um die zu erweitern. Dann können wir einen Fahrer einstellen. Dann müssen wir... Gott, ist das teuer. Dann müssen wir auch noch viel um die Welt eiern. Ja.